So, Kleinanzeigen. Short, zu teuer, Reseller. Was ist das? Ja, genau. Ach, viel zu teuer. Hier findest du doch nie was, nichts. Oh, was ist das? Wow. Wenn das nicht der Schnapper der Woche ist. What is up, YouTube? Und seid herzlichst willkommen zu einem neuen Schnapper der Woche. Jawohl, ja. Heute gibt es den Schnapper der Woche im absoluten Retro-Doppelpack. Und das erste ist echt ein Highlight. Sowas habe ich ja, glaube ich, noch nie nicht einmal bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Und zwar hatte da jemand angeboten Spiele von vor der Wende, ja. Super Titel, fand ich großartig und ich war total geschockt, als ich gesehen habe, was der gute Mann angeboten hat. Und er hatte auf dem Bild zwei Spiele. Und ich habe dann gefragt, hey, hast du vielleicht noch mehr? Und er meinte so, ja, ich könnte im Keller vielleicht noch ein drittes Spiel haben. Da muss ich aber mal gucken. Ich melde mich morgen. Und da habe ich schon gedacht, ey, wenn der sich erst morgen meldet, bis dahin haben 3000 andere Leute den angeschrieben und mein Schnapper ist weg. Nee, war er nicht. Er hat das Ding tatsächlich auf reserviert gesetzt und hat dann nächsten Tag mir Fotos geschickt, hat gesagt, hey, ich habe da noch ein Spiel im Keller gefunden. Und ich würde dir jetzt alle drei Spiele für 40 Euro inklusive Porto schicken. Alter Verwalter. Und ich muss dazu sagen, ich habe von der Konsole richtig, richtig wenig Ahnung. Ich weiß nur, ist geil, muss ich haben. Und ich greife mal neben mich. Es gab einmal jede Menge Paperwork, das gucken wir uns gleich auch an, aber hauptsächlich, komm raus aus der Kiste, gab es drei ganz große Cartridges und ja, ihr seht, was es ist, ja, es sind Neo Geo MVS Spiele, what, diese riesen Backstein Games und ja, der helle Wahnsinn, ne, es gab einmal das Super Sidekicks, total cool, ich habe keine Konsole, aber ich finde es so geil und so groß und jetzt brauche ich eine Konsole, mal schauen, wann ich die als Schnapper finde, also Super Sidekicks. Dann gab es noch The Art of Fighting, ja, cool Stuff, richtig nice. Und last but not least gab es noch das Fatal Fury Teil 2. Wie geil ist das denn? Spiele von vor der Wende und was da an Paperwork dabei war, ja, es ist unglaublich. Ja, sogar Sachen hier von dem Super Sidekicks, was du quasi dann an die Konsole, an die Arcade dran gemacht hast. Das gleiche für League Bowling Controls ist leider nicht dabei. Dann eine Anleitung, Setting up the Soft Dip on the Multi-Video System. Ja, cool. Dann von Fatal Fury 2 gab es noch so einen Flyer und der Wahnsinn, ja, hier noch was zu Fatal Fury 2, dann zu dem Sidekicks, ne, zu dem Fußballspiel, noch in der Packung, ne, wieder mit dieser Setup-Instruction dabei, total cool. Dann hier, ey, wie bringe ich das überhaupt an meinem Automaten an? Mega. Und dann, das Spiel ist leider nicht dabei, für Ninja Commando, ja. Oh my God. Dafür auch noch die, ja, das Original Paperwork, ja, inklusive, da fällt's schon runter. Oh, komm hin. Inklusive hier das How to Play, welcher Button macht eigentlich was? Dann hier dieses Story-Ding dazu und Thunder Attack und was man hier wie macht. Wie verrückt, ja? Und das alles für 40 Euro. Wie gesagt, jetzt fehlt nur die Konsole. Wie geil, ja? Musste ich haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Seht ihr auch manchmal Sachen, wo ihr sagt, boah, das ist ja ein Mega-Deal. Ich habe leider die Konsole nicht, aber boah, wie geil ist das denn? Keine Ahnung, lasst es mich da unten mal wissen, ob ihr dann auch zuschlägt oder ob ihr euch denkt, ja, ich habe die Konsole nicht. Nö, will ich nicht. Also, ich will jetzt die Konsole. So einfach ist das, was das ganze Thema Neo Geo angeht. Jawohl, ja. Und wie versprochen gibt's einen Doppelpack. Yes. Ich habe eine Anzeige gefunden, in der eine Sega-Konsole mit Spielen angeboten wurde. Und die Konsole war VB. Und VB mag ich nicht, weil normalerweise diskutierst du dich da um Kopf und Kragen und hin und her. Und oftmals kommt nichts dabei rum, weil VB sind oft irgendwelche Händler, die sonstige Preise haben wollen oder.
nicht so in diesem Fall. Es gab also eine Sega-Konsole mit Spielen zu VB. Ich habe dann da hingeschrieben, ganz freundlich und nett, und hatte, ich meine, 60 Euro angeboten. Und ja, der Verkäufer, die Verkäuferin sagte dann, ja komm, 65 inklusive Porto und wir haben einen Deal. Ja, und wir haben nicht nur einen Deal, wir haben einen weiteren Schnapper der Woche. Denn es gab, ich zieh's mal näher, es gab einmal, guck mal hier, das coole Master System 1, das habe ich noch gar nicht, in dieser coolen, coolen ersten Version, die viel, viel cooler, wenn ich nochmal cool sage, bitte schlagen, die viel, viel besser aussieht als die Powerbase 2, ja, richtig hübsch, toller Zustand, ja, also ich habe die sauber gemacht, sieht richtig, richtig nice aus. Dazu gab es das ganze Thema Kabel, ne, das gucken wir uns jetzt nicht in, oh mein Gott, in Summe an, da wäre fast was runtergefallen. Dabei war auch, hätte ich es damals zu einem Lightgun-Video gehabt, ja, da war der, ich weiß gar nicht, der Phaser heißt es, der Light Phaser fürs Master System, ihr wisst schon, für die Lightgun-Spiele, nice. Dann ein original kleiner Master System Controller, sweet, sieht man auch nicht mehr alle Tage. Dann ein Controller, der zwar kompatibel ist, hier aber eigentlich nicht hingehört. Das ist ein Mega Drive Controller, kannst du aber trotzdem anschließen. Ich meine, die waren kompatibel, die Anschlüsse beim Master System und Mega Drive. Und dazu gab es noch einen Stack Spiele und das alles für 65 Euro. Cool, da war es wieder, Entschuldigung. Es gab einmal die Ottifanten, das ist ein Plattformer, den besitze ich ehrlich gesagt schon. Aber guckt mal, ist an der Stelle komplett und in richtig schönem Zustand. Very nice. Dann Gauntlet habe ich tatsächlich noch nicht. Finde ich super, ist auch hier, ne? Wieder alles dabei und in richtig, richtig schönem Zustand. Dann, und das hatte ich ins Auge gefasst, die Catastrophic, Cheese Catastrophic, das Speedy Gonzales Spiel, mittlerweile gar nicht mehr günstig dran zu kommen, und auch hier, da fällt die Cartridge schon raus, in komplett und tollem Zustand. Dann gab es noch die Simpsons und The Mutant, The Space Mutants, genau. Auch hier wieder samt Anleitung und alles richtig schön und dabei. Und als letztes gab es, und da hatte ich mich erschrocken, das ist auch gar nicht mehr so billig, das Asterix. Auch hier, ja, und das ist total schön, in einem richtig tollen Zustand mit Manual plus Bonus Manual Hang-On und Safari Hunt. Da ist also das Safari Hunt, wo man den Lightgun für braucht. Steht drauf Light Phaser Series. Das Spiel selber ist nicht dabei. Für 65 Euro, ja. Super, super nice. Freue ich mich total drüber, sowohl über die Neo Geo Sachen als auch über das richtig feine Master System Set. Endlich habe ich wieder eine Powerbase 1. Mal schauen, ob ich die anschließe oder was ich damit tue. So, und jetzt, ihr wisst ja, ne? Ihr seid dran. Was habt ihr diese Woche erhaschen können? Was für Schnapper habt ihr bei Kleinanzeigen oder, falls ihr schon wieder Flohmarkt habt, auf dem Flohmarkt gemacht? Lasst es mich gerne da unten wissen und wir diskutieren da ein wenig weiter. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns schon früher als ihr denkt zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.